wirklich die Beträge, die, also wenn man den Jahresumsatz von der Post gesehen hat, das ist halt ein Scherz, dass halt den Mitarbeiter weitergeht, die haben so viele Umsätze gemacht. Und dann, wenn die Leute mal ein bisschen mehr verdienen wollen, da scheißen sie mal eine Hose ein. Und ich denke, ey, euer Unternehmen hat so dermaßen viel. Wenn ihr macht in den letzten Jahren gerade durch Corona, weil ja alle Leute was verschickt haben, gibt es einfach mal weiter, ey. Naja, wird es ein grundsätzliches Problem, dass man naja, das ist ja überall so. Leute den Hals sich voll noch kriegen können genau. Und halt nicht viel weitergeben oder ja nicht. Ja, gar nichts weiter wie am besten. Naja, aber gut, ich den streiken sollte halt, das ist halt gut in Deutschland, gut, sag mal, da Fernsehen nicht jetzt ja. In anderen Ländern denn oder wird ja keine Gewerkschaft vielleicht zu erheben. Nein, du bist nicht in einer der Gewerkschaft bist. Nicht, ist halt scheiße. Flugstreik oder irgendwie Flugstreik, die haben wir ja irgendwie gar nicht nach Park in den Flüger. Gibt ja nicht wohl, ne? Genau, das habe ich auch gelesen. Das ist auch so ein Knochenjob, der so schlecht bezahlt wird, im Flughafen. Ja, definitiv. Geil, ich hab keinen Bock drauf, ey. Nee, kein Fall. Ich finde Flughafenatmosphäre so geil, wenn du einen coolen Job hast, am Flughafen zu arbeiten, finde ich geil. Aber nicht diesen Knochenjob, den die meisten Leute halt machen. Okay. Irgendwie kannst du ja am BER, haben wir jetzt gesehen, kannst du irgendwie so eine Security-Slot suchen. Buchen. Ist mega gut, ja. Voll gut. Okay. Haben sie schon seit letztem Jahr. Wieso haben schon öfter mal Leute jetzt erzählt? Geile Sache. Das ist für die reibungslos. Du bist ratzfatz durch. Ah ja, okay, cool. Dann den Sicherheitscheck, du stehst da halt im Mail an. Kommt mal denn hier hoch. Ja, das ist ja immer das Problem da bei dem Bums. Ja, genau. Dumm geplant. Wenn das Kopfgeld kommt, dann wissen wir, warum los ist. Hier vorne. Und das. Das sind die. Naja, hier vorne in dem Haus war es. Bei dem müssen wir die von oben vom Berg angreifen. Den geben wir hier. Sie entfernen sich eher. Wieder weniger geworden. Hm. Was? Und halt den Namen wieder lesen, wer wir sind. Naja, klar. Ich hab eine Weste. Das ist eine Chimera. Shamira. So. Autsch, autsch, autsch. Dann gehen wir mal hoch, wa? Wo sind die? Ah, da auf meinem Marker, da steht so ein Krankenwagen. Da war einer drin, die anderen waren weiter hinter, noch wie wir sehen. Da sind wir wieder. Oh ja, sehr nice. Aber die werden durch nicht kommen oder was? Ich werde wieder abgedreht. Nee, nee. Irgendwo nicht. Ja, höher. Weniger. Ah, dann. Ah, die haben da eine Festung, die werden da jetzt zur Festung gehen, typisch machen. Jetzt könnten wir sie überraschen vielleicht. Okay. Ja. Ja, ich würde auch hingehen. Über den Hügel hier. So selber, ja. Hier ranzukommen an die so. Festung. Asbest habe ich durchgeguckt, übrigens fand ich ganz gut, ja. Auf jeden Fall. What? Wir haben eine Folge geguckt, aber war ziemlich geil. Einer hast du erst geguckt? Achso. Ja, ja. Dachte, hast du schon durch. Dann, ja. Nee. Wollte ich nur ein bisschen aufheben. Also so, was für dich vielleicht, David? Das, das hier mit diesem Kila Kodarama da und so ähnlich wie 4 Blocks. Das ist das. Ja. Also kommt nicht ganz ran, finde ich. Aber ich hätte Bock auf die zweite Staffel jetzt. Aber ist trotzdem gut, ja, definitiv. Der Darsteller, der Hauptdarsteller. Ist ja ein Rapper, war der ist ja nicht mal ein Schauspieler. Der hat der Sohn von dem Kida hat ihm den gezeigt durch Zufall. Und hat er ihn angeschrieben auf Instagram, meinte, dass er seine Musik feiert. Und dann hat er ein Casting gemacht und 2 Wochen später die Hauptrolle gehabt. Drohne.
Drohne. Ah ja, von den Gegnern. Oh, das sind bestimmt die, die. Wenn die waren, haben wir auch eine Dauerdrohne. Ich hab ein Prezi. Da ist er schon. Ah ne, es sind ja die Bots, wa? Ne, es sind die Bots. Ah, die werden eine Festung machen. Das sind die Bots. Ah, na gut, okay. Das ist rot jetzt übrigens. Die müssen. Oh ja, von unten. Ja, mich haben sie auch schon. Den Kampf können wir eben durch. Ne, jetzt wissen sie von wo wir kommen, mal. Ja. Das hier, das kommt ja vielleicht holen. Ja. Ja, da unter uns sein, oder? Ja, muss mal gucken. Das ist immer noch rot. Ist das nicht weniger werden jetzt eigentlich mal? Kann die hier unter uns in der Höhe? Jetzt sind wir zu weniger. Boah, du kannst da bis zum Kopfgeld durchfliegen, ist ja voll geil. Nimm mich mal mit, quasi. Jo. Ja. Ja, das sind die, das ist ja witzig. Ich bin auch nicht. So, noch ist ungültig wahrscheinlich. Okay, aber wir haben es überstanden. Medikopter 117. Bitte mal ein Erlebnis. Gott, ey. Medikopter 117. Erstmal den Hans Meiser Ausweis sehen. Ja. Also, sonst kommst du hier gar nicht runter. Ich habe gestern einen Promi in echt, by the way, getroffen. Ja, wen? Und zwar, gestern war ich bei. Haben wir uns mit ein paar Leuten bei Adidas getroffen, bei Runbase, und einen kleinen Lauf gemacht und da haben wir da in ihr chillt und wir hatten gerade frisch vom Training, ganz schön breit, muss ich sagen, richtig durchtrainiert mittlerweile, Klaas-Helfer-Umlauf. Hat er da schön trainiert, sonst macht er nämlich öfter mal auch mit Kai Pflaume zusammen das Training, aber der war nicht da. Aber okay. Hallo Ballo, Alter. Der ist schon. Ja, ich hab den ja nicht so in Erinnerung. Seit wann trainiert er denn dort? Nee. Schon wie ein Jahr. Also es hat Olli Schulz und Mark Kottas erzählt, dass er irgendwie Klaas getroffen hat. Dem so, Alter, ist richtig viel baut. Und der ist irgendwie, glaube ich, mindestens jeden. Irgendeinen Tag ist er immer in der Runway. Ist schon öfter mal bei Instagram gesehen. Und ja, gestern war offensichtlich der trainieren. Also. Das ist jetzt ein richtiges Muskelpaket oder wie? Oder? Ja. Ja, doch. Also echt, so undefiniert, aber so richtig breit mittlerweile, so krasse Arme. Muss ich mal ankicken, kann ich mir ja nicht vorstellen. Ganz schlecht auch in Videos und so. Immer so als schmächtig drin, ne, im Gedächtnis. Ja, eben. Ja, genau. So sieht er immer aus. Und bei Böhmermann war er auch in einer Kopfsendung und so, und da hat Böhmermann schon gesagt, so sieht der. So, der Drop könnte jetzt mal halt kommen. Da vielleicht hinfliegen. Ja. Da. So, unsere Box. Menschen. Genau. Na, ja, eine Minute noch. Und schauen wir uns den Hebel fliegen da hin, ne? Jo. Alle drei in den Heli und in der Rakete. Naja, vorher abspringen. Easy. Sprengen. Sprengen. Aber nur wenn Robert sprengen. Lippen, hä? Versuchsimulator spielt. Uiuiuiui. Da drüben ist er noch auf dem Dach. Ja? Mhm. Krasses Movement hat er. Ja. Total. Springen kann der. Scheiße. Los, wenn ein Flugzeug, Baby. Bums. Ja, ja, mach. Los geht's. Auf geht's. Auf geht's. Drei Schade. Einer hier. Ja, den ersten war. Ja. Können wir ihn schon abcampen. Nehmen wir Draufsicht mit wieder. Ja.
Seid ihr auch ganz gut, sich den Heli am Anfang irgendwie zu sichern, wenn du eine Situation hast wie jetzt? Ja. Sauber, Jungs, sauber. Ganz, ganz groß. Stark, Kino wieder. Stark. Schön. Jetzt müssen wir ganz aufpassen. Stark. Ganz, jetzt sehr stark, jetzt die Leute. Da. Hier werden sie gleich kommen, alle. Alle, denke ich auch. Alle. Kommt jeder. Wahrscheinlich alle, wenn ihr. Alle Maler. Maler spielt gut. Und hier ist die Drohne angegangen. Hier kommen sie schon. Da kommen sie. Die Affen. Von da, wo abdecken. Ist das abdecken. Genau, da oben sind sie schon. Ich hab schon eh nicht gesehen. Ach ja, du hast Draufsicht, wa? Hm? Ich glaube, ich hab gar nichts bei. Ich bin total behindert. Da kommen sie. Da ja, über außen kommen sie jetzt. Na, warten wir mal. Schön, bis sie hier sind. Welche Taktik spielen wir? Na, warten, bis wir am Drop sind. Ein bisschen näher rankommen. Abseitsfalle? Doppelfalle, würde ich sagen. Libero-Falle. Abseitsfalle. Libero-Falle, oder? Libero-Falle. Der zweite. Falle, oder was? Die kommen. Heli. Hier kommt der Zähler hin. Ich hoffe, der macht keinen Local. Den rausgeschaltet. Warte mal, die anderen müssten gleich noch kommen, glaube ich. Ja, die schießen schon. Die schießen schon. Oh, der Prezi, Achtung. Jetzt kommen sie nur mehr. Mach mal, Prezi hier drauf. Cluster, meine ich. Und ein Sniper, der müsste vorsichtig sein. Sind die schon da? Mach die Drohne. Einen down. Die sind schon drin. Also bestätigt auch. Einer ist noch hier drin, ne? Der ist Schildbreak. Super duper. Der andere ist noch draußen. Die Pistole. Ja, der andere ist draußen, entspannt. Die Bitches! Nein! Ficker! Aber warte mal, wir können die natürlich auch nochmal wiederkommen lassen, vielleicht. Und den nur angreifen, nach dem. Aha, der Hurenzone irgendwo. Oh, der rennt hier. König, King. Kingdom Come. Kingdom Come, okay. Bitte. Nice. Darn. Nice! Nicely done. VWL spielt er, okay. Hat er noch gelebt, eine Milliarde Platten dabei. Ja, der ist, genau, ja. Der hat noch gelebt, da, ja, richtig. Der lebt bei ihm. Der ist, der ist, bewegt er sich auch mal? Da, da. Dreht sie jetzt hin? Seht ihr den noch? So, da hinten, ja, da hinten ist er jetzt so rechts. Ich hab nochmal ein paar Plattenhits gesetzt. Also, Scheiß, komm, komm mit. Robert, nimm den Heli. Ah, zu spät. Bin schon hinter euch jetzt. Oben unten bist, müssen wir nehmen. Oben, na, eher rechts. Ja, der ist da lang geklappt, wo du da oben bist. Ja. Seine Mates sind anscheinend nicht mehr reingekommen, sonst wären die schon hier gelandet, glaube ich. Ja, ich vermute, der ist rechts weiter, Parsi. Ein Dach oben auf der, auf der Hütte. Der ist hier oben, doch, ja. Ja. Mach ein Prezio. Ob nicht, weil die Luft rum bewegt ist. Über David ist er, genau. Yo, ja, stark. Notenbengel. Das war der letzte vom Team. Aber. Wo er noch angeht. Den Knöchel. Ja. Okay. Auto. Schön die Platte machen. Oh, ja. Sehr gut. Joa, Dave fressen, Alter. Hat Dave fressen, der Typ. Ja, was haben die vor? Der Loot. Ja. Ein paar Groschen hat er mir dabei gebracht. Da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner am Blitz, oder? Am Drop? Links, was ist ja, woher? Die wissen, dass ich hier bin.
ein Prezi aufgesetzt. Ein anderes Ding da. Ich muss jetzt außen rumlaufen, leider. Einer schießt schon von der Tanko ungefähr, grob. Wollen wir den Truck nehmen, Parsi? Und rüber zu Robert? Nee, komm mal, du bist nicht rüber. Die ficken oben. Uns dann weg. Hier hinten ist einer. Einer Shieldbreak, der kommt zu euch gerannt. Scheiße. Einer ist tot. Der kam aber gerade erst aus der Luft. Einer ist oben. Muss man einen Rückzieher machen kurz. Ist man zu euch wieder mehr. Mehrere da hinten sind auch noch welche. Da oben ist noch einer auf dem Haus dahinter. Noch mehr, aber. Ich bin mir nicht mal sicher, ob bei Robert im Haus welche drinne sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Da oben am Fenster. Ja, ja, hinter dem Haus auch noch. Pascal, sei vorsichtig. Er ist Shieldbreak. Kann sein, dass die mich jetzt pushen kommen. Der hatte mich nicht. Shieldbreak? Warte mal, jetzt muss ich erstmal. Keine Ahnung, ja, Munition, meine. Ja. Scheiße, ich habe keine Platten mehr. Okay, aber wir müssen ja nicht zwingend hier. Achso, Robert, du bist ja schon relativ weit nah bei uns dran, ne? Ja, die schießen da durch, David, Vorsicht. Ja, ja. Wenn wir uns erstmal zurückziehen. Wir müssen nicht unbedingt dahin. Ich muss erstmal zu euch kommen irgendwie. Ja, sind da zwei Teams jetzt, ja. Lass uns den Rückzieher machen. Habt ihr noch Platten dabei? Nee, tatsächlich mal. Nicht mehr. Aber ich hab noch ganz viel Geld dabei. Oh, ich hoffe, der sieht mich jetzt hier nicht, ey. Nee, komm, kannst du klappen mal. Erstmal hier in die Halle oder so. Das ist nämlich mehr falsch, schon mal sterben, finde ich total bescheuert, muss ich sagen. Ja, ist dumm. Das verstehe ich nicht. Hab so gesehen, das ist allem Luft runtergeflogen, hier sind noch ganz viele Platten. Brauchst du welche, oder? Ja, ich hab keine mehr, danke. Und ihr habt auch mal welche hier oben gehabt. Geh hier los. Also nochmal Platten. Ich hab noch ein paar mehr, brauchst du ja welche Ersatz für alle. Ja, ich hab gar keine mehr. Jo, danke. Ah, die sind jetzt immer noch da unten. In der Hütte drin. Wenn ich mal links. Wir haben ja Möglichkeiten. Okay. Ach, scheiße. Es müssen genau da, das kann nicht sein. Das da ein, ja. Ja, genau. Ich hätte auch gesagt, dass wir da. Genau, nochmal Rauchgranaten noch mit. Hey, Break, du scheiß Mann. Vom Hügel oben schießt man runter gerade. Oben beim Berg oder so war. Ja, genau. Aber jetzt habe ich genug Platten. Ich werde aber auf jeden Fall Rauchgranaten mitnehmen, die finde ich immer sehr hilfreich. Ja, jetzt gerade jetzt so. Was Stunts dabei? Vorladung. Gut. Auch gut, halt auch zwei, ne? Ja, da wo der Marker ist, da ist es schon ja nicht verkehrt, auch wenn ich den gerade nur auf der Karte sehe. Da ist jetzt okay, ne? Nur einer oben auf dem Hügel. Was war denn das? Jetzt hier nochmal. Achso. Wollen wir schon mal dahin? Zone kommt ja auch schon. Müssen jetzt langsam. Ja. Zu meiner Moonbox, nehme ich mit. Einer ist oben auf dem Hügel, glaube ich. Also laut Drohne war da einer noch. Ja, oben ist ein Berg, sind sie. Lass mal in die Häuser. Ja, lass machen. Hier unten drin, ja. Unbelootet. Gegen Haus frei weitergehen. So, kurz den Loot hier noch mit einsammeln. Vielleicht ist da noch was Gutes drin. Das Radar ist vielleicht nicht so schlecht. Moonbox auch mal.
Robert Ant mit dem Runterfallen. Mach den mal, wirklich, mach das mal in Real Life. Naja, mach ich. Nicht ohne Schramm und ohne Beschwerden. Dann kannst du mich ja so im Krankenhaus besuchen, ey. Denk nee. Mal um die Hügel ab, wenn die da vielleicht gleich runter moven. Ah, ja. Die könnten auch springen von da. Ist. Ja, deswegen gerade noch die Fenster vielleicht im Auge behalten. Oh, das geht ja sogar okay. Noch. Gleich weiter, würde ich sagen. Ja, jetzt sind sie noch oben auf dem Hügel, gleich jetzt müssen wir weiter. Los. Ja, ja, gleich los. Rechts im Haus ist einer. Also kannst du mal drinnen die Moonbox werfen, wenn wir mal sicher sind. Hoch in dem Scheißladen. Wie kommt man hoch? Bist du es immer? Außen? Die sind jetzt hier über uns. Da oben sind sie schon. Vorsicht jetzt. Ja, bleib lieber unten. Ja, links oben. Kannst du trotzdem mal in die Moonbox werfen? Ja, hier. Weil ich hab auch noch eine. Ich hab noch eine zweite mit so, ja. Hatte ich, na, halt nicht mehr. Na, Alter. Hallo? Ja. Ein down. Wohnen da oben auf dem Marker? Da, bisschen oder? Höher. Bisschen höher, wo ich markiert habe. Ich hab jetzt irgendwo da eingesetzt. Ja. Ich hoffe, das trifft. Scheiße, wir kommen hier nicht hoch, okay, wa? Außen, nee, nur über die Leine. Außen. Außen rechts waren wir. Ja, hab ich gesehen, aber es wird zu heikel da jetzt. Ja, ich bin hochgegangen, egal. Ich hab ne Drohne bei Jungs, ich prügel die mal raus. Boah, hier vor uns ist einer direkt schon. Du riskierst was, wird nie gut gehen. Die kommen? Oder? Nee. Da hinten geht einer lang. Das ist kein Blödsinn. Und in der Hütte ist einer drin. Wir können ja auch erstmal hier bleiben, wir müssen ja nicht zwingend jetzt. Ich bin ganz oben, David. Bist du jetzt untergesprungen? Nö, nein, ich bin im Haus noch drin und du bist auf dem Dach da wahrscheinlich, ist... wa? Ja. Bleib mal da, ach, du bist ja oben. Alles ja, gut. Ja, sehr gut. Problem ist nur, wenn die mich hitten, dann ist es halt übel. Wo ist denn der neben? Kommst du drin gesprungen, hier ist deine Öffnung. Ist da. Ja, habe ich gesehen. Ja, wenn nicht, kommst du hier. Ich bleib hier in der Nähe. Nö, ich bleib hier in der Nähe, dann kann ich immer noch runterspringen. Wir müssen jetzt runterkommen. Okay, da im Haus ist einer drin, ja. Und in den anderen Häusern sind auch Gegner. Links müssen wir irgendwie wegknutschen. Ich würde sagen, wir müssen erstmal kurz abwarten, wie die anderen moven. Wie seid ihr hochgekommen eigentlich? An der Seite geht's hoch. Die kommt. Down. Finish. Ein von denen. Bin mir nicht sicher, ob hier gerade Leute hochkommen. Die kommen hier bei uns rein. Noch ein. Unten war Halle. Ich bin unten, ich weiß nicht, wie man hochkommt. Ah, ist ja. Nur an der Seite. Ist ja auch nicht verkehrt, wenn einer unten bleibt. Hier ist einer auf dem Dach. Sind so ja zwei auf dem Dach. Ich empfehle euch, die Sicherheitszone aufzusuchen. Stark, Jungs. Aber in den Häusern sind jetzt noch Gegner. Ich versuche euch Deckung zu geben. Ihr müsst irgendwie versuchen, ins Haus reinzukommen. Oben ist einer drauf. Ja, da sind sogar zwei drauf. Vorsicht. Shipwreck. Und hier in den Häusern sind auch Gegner drin, da wo wir rennen. Vor waren. Uns in dem Haus ist auch einer, oder? Ja, da ist einer. Müssen wir eine Bohrladung mal ran. Ja, ich hoch. Jetzt hoch, oder? Irgendwas ist nicht. Kann ich den Gegner so richtig. Nix getroffen, hab auch noch mal zwei Semtex reingeworfen. Ne, dann ist das, genau. Sicherheitszone wird verlegt. Oh, ich wurde beschossen. Ah, die sind da oben auf dem Dach drauf. Oh, boah. Die sind alle da drinnen. Aber vielleicht kann man das ausnutzen. Ich hab noch Rauchgranaten. Wenn nicht, müssen wir mit denen moven. Ich hab auch eine. Hm. Irgendwo noch Schutz? Na, die Häuser noch hier. Ja, das reicht nicht ganz. Vor dem Haus? Aber wir können die Mauer hier nehmen. Reicht die Mauer? Ja, lass die Mauer erstmal nehmen. Nicht ganz, aber ohne den Verschluss vor dem Schuss. Lass die sie fighten, im besten Fall. Ja, darauf vorsichtig, nicht, dass hier irgendwo noch so ein Busch ist. Doch, man kann hier bleiben, du Jungs. Wenn wir uns unter eine Mauer legen, reicht es.
Hoffe ich. Ah, ich glaube, du, nee, du bist außerhalb. Oben auf dem Dach. Könnte reichen, oder? Ich habe Gasmaske, ich werde das ausspielen. Muss man hier mal schauen. Hier kann nicht so drin sein, ne? Der Rest ist da drin. War mit Auto, ist auch drin. Mau. Verstehen. Mann, die sollen sich fighten. Reicht natürlich nicht. Gasmaske spielen. Kann nicht mehr ausspielen, ja. Ich hab Gas geworfen. Mach ohne Maus. Man legt die Platten nach, du Idiot. Einer noch? Einer noch. Oh, der ist da vorne rechts. Ja, ja Mann, geil. Nein. Schön. Super. Geil. Geil gespielt. Geil. Sehr schön. Ey, nichts über Rauchgranaten im Endgame, ey. Krass. Sehr schön. Zwei Stark gespielt. Sauber, ey. Gasgranaten macht durch, weil ich hatte Hunger, das hat echt oh, Rauch, meinst du? Ich will nicht klugscheißern, aber Rauch. Ja. Ich hatte nur zwei Ersatz sogar drin, dann hatte ich vier insgesamt nochmal geworfen da. Und du auch nochmal zwei. Ja, sauber. Aber ich hab als ihr da die Cross-Site mit den Rauchgranaten, dass da zwei auf dem Dach standen bei dem großen Gebäude und euch geschossen haben. Ich hab zwei K.O. geschossen, hab extra so lange die Gasmaske ausgesessen. Die sind K.O. gewesen, genau, und dann sind die so wie einer ist gestorben, einer ist runtergesprungen. Ist ja, und einer kam mir noch entgegen. Genau. Ja. Richtig, der euch entgegengerannt ist, den hatte ich. Ich hab hinter einen Stein gesessen, das war eine ganz geile Deckung. Ja, genau. Das war noch einer, der vom Dach überlebt hat. Ja, genau. Genau. Richtig, und dann noch. Vorher schon die ganze Zeit beschossen.